Ja, ich weiß, aber ich wollte es ihm nur mal vorschlagen. Ja, das ist natürlich blöd, weil die farmen uns jetzt ab. Gut, packt die Phoenix aus, was auch immer ihr habt, was auf lange Strecke funktioniert. Irgendwie müssen wir die wegkriegen. Ansonsten würde ich. Wie weit sind die Uiuiui. ungefähr weg? Außer Phoenix-Reichweite? Ich schau grad nach. Phoenix-Reichweite. So, da ist nichts mehr zu holen, da 200 stehen nur die Meter Prowler jetzt. Mitte. Alles klar. 200 Meter Mitte Tower, also 150 Meter. Alles Achtung, klar. unten kommen Max-Einheiten. Ah, sind die zurück von mir. Wieder? Da sollen die ruhig. Der Sandy von uns dort mit beschossen. Von der Luft. Boah, ey, wenn du auf die Minikarte schaust, was da an Panzern vorne in der Nase steht. Es geht auch noch mit dem C4-Spion, oder? Die Nee, Ensikaida-Taktik. Da kommt ein Panzer. Kommt ohne noch einer rein. Ah, ich sehe diese aufgebauten Panzer. Im Tower getötet worden von der Leichter. Oh, ich brauche ein Engie, dringend. Ja. Ja, wir halten es aber, das ist jetzt bösartig. Ja, die NC macht sich langsam, finde ich. Die Allianz scheint zu beginnen. Will jemand zu funktionieren. Mitkommen? Oh, verdammt, schon wieder. Sunny? Engie. Ich schmeiße die ganze Zeit Granaten. Oh ja, Fahrzeuggranate für einen von uns. Ja, das ist das größere Problem. Normalerweise sind Panzer ein sehr, sehr leichte Ach du Scheiße, Raketenwerfer. Ich will gar nicht wissen, wie viele es genau sind. Viel zu viele, um sicher zu sein. 20? Mehr als ein Squad. Ja, nee, das ist ein Platz. Ja, ein Platz. Ja, zwei Trupps Panzer bestimmt. Wir rücken vor zu C. Gut, nehmt's ein. Ich versuche weiter die Panzer hinzubekommen. Ist schon eingenommen. Alles gut. Oh, ich sehe es gerade, ja. Ja, yeah, als Basis haben wir, aber die Panzer. Wir müssen uns, wenn wir die Panzer effektiv bekämpfen, müssten wir konzentriertes Feuer anwenden. Ja, habe ich auch schon gesagt. Also, ja. Ja, das müssen wir uns aber erstmal organisieren. Jesters are pulling out their Germans, if that's okay with you guys. They've got to go back to Amrish and secure Biolab. Alright, Jesters team it up. Ja, okay, das haben wir jetzt unter Kontrolle. No problem, thanks man. Ja, ich weiß nicht, ob wir das ohne sie wieder weiterhalten können. Die haben wir jetzt uns ein bisschen Luft gebracht. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt alleine den Rest. Die ziehen sich jetzt wieder zurück langsam. Die C4 habe ich in meine Fresse noch gesehen. Ich kann mal wieder das Panzergeschoss durch meine Phoenix-Kamera gesehen, das mich getötet hat. Oh Gott, das ist so viel. Die stehen. Die kann man die nicht in den Türmen ringsum in der Base ja. und ballern da in die Türme rein? Kann man, kommt man da nicht mit leicht mit C4 ran? Nein. Ach, Gatlings. Das einzige, was wir brauchen, ist Reichweite gerade geschützt. Also bei meiner Position, wo ich gerade tot rumliege, das ist zwischen C und diesem Punkt, was gerade auf der Karte blinkt, das ist ein ganzer Squad, glaube ich, in den Roten. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich schaffe mit der Phoenix derzeit nicht was zu treffen, weil ich vorher abgeknallt werde, bevor die Alpen. So geht's mir mit dem. Ich wundere mich sowieso, wo ihr gerade steht. So. Bleibt im Tower erstmal. Von da aus ich bin im Tower. Gut, auch. Dann stell dich irgendwo hin, nicht direkt an die Mauer, sondern einfach an die Wand, so, oder mitten in den Gang rein, damit das Splash, damit du dich nicht ganz trifft. Nicht und dann an die schießt Mauer, einfach die Phoenix. Wand. Du stellst dich mitten rein und dann schießt du mit der Phoenix über die. Mitten aus dem Turm über die Brüste rüber und dann triffst du auch. Und du musst halt eben auch in geht das durch Schutzschild durch? Nee, durch Schilde kannst du keine Raketen rauswerfen. Ja, aber ich stelle mich an diese Schutzschilde und wenn ich sie abfeuere, werde ich trotzdem sofort abgeknallt. Die immer diese Fracks. Oh, da ist eine Galaxie. Ja, ich probier's mal. Eine von uns oder eine von denen? Ich hab ganz vergessen, wo ich liege. Oder Schildwechseinheiten. Oh, vollautomatisches Rot. Da machst du nichts mehr. Muni? Ah, da.
Alter! Rennt einer mit einer Nighthawk oben runter, macht alles nie. Ja, ich frag mich sowieso, wo ihr gerade alle steht. Vollkommen verstreut, weil keiner so wirklich weiß, auf was er schießen soll. Danke. Ich will, das ist Splash Damage, das ist von Panther. Nein, das war die Nighthawk. Ja, nein, ich mein Vater gerade. So, pass, wir haben einen feindlichen Thunder auf dem Wegpunkt jetzt auch noch, auf dem Platoon-Wegpunkt. Als allererstes müssen wir natürlich erstmal wieder den B-Punkt bekommen. Das heißt, wir machen. Alpha werde ich jetzt runterschicken zum B-Punkt. Ihr versucht so lange den Rest zu halten. Wir brauchen ja nur effektiv 2 Punkte, um hier gut dazustehen. Das heißt, Alpha geht jetzt runter, holt sich den B-Punkt. Ihr haltet so lange den A-Punkt frei. Guckt mal, dass ihr irgendwie mit Phoenix oder so, dass ihr die Rest, dass ihr den Sunrise Westenblatt bekommt. Der ist markiert mit dem Platoon-B-Punkt. Ja, darf ich nicht, ich brauch Muni hier an der Stelle. Wow! Kommt ein Max! 2! Brauch Muni! Alter! Draußen sind bestimmt 5 Maxes und 10 Sanitäter. Direkt vorm Eingang unten. Ich schmeiß doch mal ein C4chen hin. Ja, das ist kein Fehler. Schau, jetzt drücken sie wieder rein. Komm, 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 komm. Hier steht da unten auch richtig scheiße. Oh, jetzt sind sie auch wieder im Turm. Oder da, wo ihr jetzt gerade liegt. Der Spruch war gut. Die Linie wird auch noch gehalten. Wir haben jetzt 2 Sandys außerhalb. Aber wir müssen A halten. Auf Amaris schaut es rumschieben. Ja. Wir können auch nicht treiben mit dem. Hat nicht alle K-Spieler in der Allianz. Auf Inda, oh, okay. Inda, Alert und Bayonet halten wir scheinbar ganz gut. Ja, ja. Schön Inda machen. Das läuft. Der Witz. Ja. Alter. Oh. Warnus haben wir 2 Bayonet. Nein, nicht davor, nicht davor. Oder so ein eigenes Spitze gefällt. Das muss ja stinkig sein. Der Lag war diesmal auf meiner Seite. Echt, das ist. Racer. Ja? Möge der Lag mit dir sein. Shadow, bist du noch da? Oder ich bin noch da, ja. Okay, wieso? Dann warte ich mal. Weil ich auf dem Boden liege. Ich habe gerade Fronturlaub genommen. Nee, ach so, ich lieg auch auf dem Abholen. Achso. Das war noch ein anderer Medic. Ja, so ein TR-Sniper meinte wohl, er muss ich mir Urlaub für beschreiben. Das nicht raus. Boah, die sind wieder über. Ja, nicht rausgehen, die sind. Das sind schon wieder überall im Turm. Der Alpha ist gerade gemütlich B. Ja, und wir können ja, uns hier abfahren. Das mein Gott, irgendeiner muss die Drecksarbeit machen. Ja, ja. Das sind immer wir, wenn wir mit dem GP spielen. Ja, kann ich so machen, wenn du allein spielst. Ich spiele aber nicht allein. Die GP ist schneller und sucht sich die Sahnestücke schon vorher raus. Ja, das stimmt. Den Rest. Das oh, dafür haben wir wenigstens dann Spaß, die können sich lang. Ich kann mir das nicht gut vorstellen, wie so ein TS-Hop so, Mai. Irgendwie ist das alles zu einfach und alle anderen sind am Schuft. Ja, ja, das passiert ja überhaupt ist gut, ist gut, ist gut. Alle kämpfen verzweifelt um jeden Zentimeter Boden, den sie mitmachen können. Dann zieht euch bitte wieder auf. Wir könnten bei dem Wanderer draußen vor der Base spawnen und dann von das hatte ich mir auch schon rein überlegt. Die kommen über den südwestlichen Durchgang hoch. Die sind oben, mittlerer Ebene. Ach, ich sehe es, ja. Südwestlicher Eingang. Wow, jetzt ja, mit alles, was explodieren kann. Ja, das ist C4 jetzt in der Gruppe von unseren Leuten geschmissen. Wow, Handgranate! Also die Jackhammer ist ziemlich effizient gegen Nexus. Naja, gegen den Nexus brauchst du auch einen Abriss, brauchst du auch einen Vorschlaghammer. Um deine Serienpanzerung zu machen. Ich bevorzuge immer noch DC-Mater.
Ach, da sitzen die ganz schön fest, aber das Witzige ist, die kapieren scheinbar nicht, dass die PNGP die B hat. Hoffen wir, dass es lange so bleiben mag. Alter, also dann bist du in der Luft zerfetzt. Ich weiß, wir haben sogar C wieder angeklappt. B ist auf jeden Fall safe, da schaffen wir es nicht. Stehen bei den Fahrzeugtüren. Kommen jetzt wieder langsam runter in den unteren Bereich des Turms. Ja, wunderbare Arbeit, Jungs. Erstmal, wir halten momentan noch A und B. Mehr brauchen wir nicht. Keine Ahnung, wer ständig bei C ist. Der macht auf jeden Fall richtig und dreht das Ding wieder mal. Ich glaube, ist aber keiner von uns. Macht weiter so. Nee, von uns ist es, soweit ich das sehen kann, ist das von uns keiner. Nee, wir prügeln uns alle hier im Turm. Die nimmt sich gerade Fronturlaub. Vermutlich noch irgendein anderes Outfit, aber sie machen ihre Sachen definitiv gut. Ab in die Allianz mit denen. Au! Mary? Norden kommen welche, ja. Und da sind solche Pelzzacken. Ja. Da sitzen die oben drauf. Ja, ja. Da sitzen die Sniper. Und die Leichten. Ich seh's. Wow! Haha. Jackhammer gewinnt gegen Nighthorn. Also ganz ehrlich. Gegen Hexorn gewinnt alles. Roger that. I'm just gonna leave you in command of whatever you'd like to do for the next few minutes, because I'm really focused on Amrish. We're about to cap a biolab there, and we need to defend a biolab as well. So I'm just focusing on Amrish at the moment. Ich mach jetzt Feierabend. Oh, okay, true. Ich müsste auch mal ins Bett gehen. Oh, es geht ja noch. Morgen erst um 2 die erste Vorlesung an. Ausschlafen. Ja, Studenten. Bis wann? Ja, dann bis 17.15 Uhr durch. Ach, geht. Ja. Ja, aber das ist nur das erste Semester. Ich habe mir letztens mal den von den Drittsemestern angeschaut. Den ihr kürzestes Ding ist von 8 Uhr bis German Platoon, can you guys come to Amish real quick and defend your last biolab? Was sind hier noch beschäftigt? Wir sollen ganz schnell nach Amherst. Ja, ich muss Striken heißt anscheinend. Ich bin das Spotten. Okay. Es gibt hier eine Befehlskette. Ich bin an der ihr seid an der untersten Stelle und ich bin an der zweituntersten. Und wir sind alle am Arsch. Und ich bräuchte einen Medic Shadow. Ich bin drauf. Gut. Xelon, sorry, jetzt hab ich's. Larry, ich hab dich gleich. Da hat sich der Mana nach Drakengesang benannt. Den muss ich töten. Nee, nächstes Sorry about that, I'm just getting my platoons mixed up. Um die Ecke geflitzt, in den Medic umgelegt und wieder zurück. Das kommt vor. Holst du die Checke mal, ich geh mal und guck. No, that's okay. We've got reinforcements coming. User disconnected from your channel. Jungs, was bei Ado? Oh. Okay, kurz irgendwo, wir werden mal kurz mit Alpha kurz verlegen, nur kurz droppen, was töten, wir kommen sofort wieder zurück. Lasst es uns wissen, wenn irgendwas schief geht beim Snowshear Watchtower, okay? Shadow bleibt liegen. Das ist eine leichte. Naja, sie setzen sich wieder mit Panzern draußen fest. Ich bin mir am überlegen, ob wir nicht doch mal mit der Luft ankommen. Die Frage ist nur, schaffen die anderen das alleine, ohne das Zentrum vom Turm zu halten? So, also, ihr habt ja den Tower einigermaßen unter eure Fittiche. Wenn ihr meint, ihr könnt ein bisschen ausrücken, um mehr Punkte zu machen, etc., steht vor euch frei. Haltet den Tower zum Bestmöglichen. Ihr steht da quasi, könnt ihr frei entscheiden, wie ihr das macht. Alles klar, okay. Wer will, kann sich mal einen Reaver und eine Liberator schnappen. Wer nicht fliegen kann, der keinen Platz mehr in der Liberator kriegt, bleibt bitte da. Ich würde gerne als Dana gehen, aber ja. Ja, kannst du ja, wenn du noch einen Platz hast, muss ich halt bei. Ich sag's dir, nur Bescheid sagen. Ja, okay, das stimmt eigentlich, dass ich weiß, wer geht. Das kann nicht schleppen. Weil jetzt stürmen sie wieder ein bisschen vor.
Go. Go. Ah, die 709 fahren mit Panzer draußen. Ja, sehr gut, danke, Gas. Roger that. Hey, ich schulde dir was. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Die Anzugträger sollen dir einen Bonus-Pack ausstellen. Was ist denn dieser Matic im Panzer für ein Typ? Hey, wir haben die ganze Ecke geklärt hier. Sehr gut. Dahinter ist nichts mehr. Das erste. Die verpissen sich. Es werden immer weniger. Gut, sollen gefälligst wegbleiben. Die werden nicht versuchen, hinten rum ranzukommen ans Biolab. Die übernehmen C und B haben sie schon. Die sind bei Esamir und Munitionskorb und gehen dann wahrscheinlich ins Feld. Ja, dann schnappt euch mal B wieder. Oh, C wird angekappt. B und C sind schon weg. Ja, holen wir uns C wieder, oder? B. Ist näher. Okay. Ja, das ist die Platoon da im Munitionskorb. Den da wirklich von hinten. Wieder auf. Den braucht man noch. Anscheinend haben sie sich gedacht, das rennt jetzt hier nicht mehr. Scheiße. Ich bin noch okay, Leute, wir haben eine thanks German. I've got Kane and Jess members are coming in too. Wir haben eine Basis erfolgreich nach der Methode Kohl verteidigt aussitzen. Yeah, no, straight away. As soon as it's secure, you guys just move straight back to Esmir. Aber das ist eigentlich Standard in Planet Side. Ja, na, manchmal drückt man sie auch weg, aber in dem Fall haben wir sie wirklich einfach ausgesessen, bis ihnen die Puste ausgegangen ist. Ja, bis jetzt ist sie noch nicht ausgegangen, sie haben B und C, jetzt müssen wir uns irgendwie zurückholen. Okay, ja, wir sammeln uns wieder im Spawn. Wir belagern uns nicht mehr direkt im Turm. Bitte alle im Spawn bleiben und das sammeln. Warte unterwegs auf euch. C ist übernommen. Sehr schön. Ist jetzt alles im Spawn? Na, echt gut. Ich. Ja gut, dann kommt ihr zwei wenigstens mit. Oh shit. Revive, ne. Wurde schon wieder geheilt. Macht ja nichts. Solange du im Kampf bist, dann kämpfst du. Ja. Stirbst nicht, solange bevor ich es befehle. Fahrt ihr dein Fenster! Oh, wie viel rot hier ist. Wie viel blau hier ist. Kamikaze! Ach, wie sehr habe ich sie vermisst. An meine Blitz. Oh shit. Ach du Scheiße, stehen da viel. Seht ihr die nicht am Fenster? Ach. Ja, die auch, aber da links oben, da steht ein halbes Squad. Da werf da oben mal ein paar Granaten rein, ganz hoch ins Gebäude. Oh Mann. Oh. Back to SME now. I've got way too much people at Zilas, but thanks for coming to help. I'm after talking to the other outfits and just after telling them that we're winning at the moment. We've got four biolabs and all we need to do now is defend. But good work, okay. And let me know how you're doing on Esamir. Läuft echt gut. Noch einer da? Ja. Puh, das hab ich mal rausgeschafft. So Jungs, wir kommen jetzt sofort wieder zurück zum Sport hier, Waschstreu. Welchen Punkt haben wir nicht? B oder C? Beide. Okay, dann trocken wir wieder auf B, haltet ihr so lange A dicht. Jo. Ah, fast. Also oben liegt ein C4 jetzt so. Granate. Ach ja, Werft die Granate hoch. Ja, ich bin gerade selber hochgerannt, weil ich nicht mehr gedacht habe. Da steht noch ein Mana-Turm. Ist ein Mana-Turm und ein Typ stand gerade noch oben. Da steht noch wesentlich mehr um die Ecke. Okay, dann kurz Info, wir werden mit dem Alpha uns auf Punkt C fixieren, wir werden C Punkt holen. Toll. Zu B kommen. Ah, Max Rush, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Also, wer jetzt übrigens stirbt und sich eine Hexomax holen kann, dem sei es erlaubt. Ich kann mir keine Hexomax holen. Ja. Kann mir eine in einer Minute holen. Ja, cool, muss ich jetzt nicht sagen, gesagt, wenn wir solange wir vorpushen, egal. Erst wenn wir wieder zurückgedrängt werden oder so, wenn ihr sterbt habt.
Also so wie ich die ganze Zeit habe. Xelon, ich bin hinter dir! Yeah! Da ist ein Max drin! Lebst du noch, Xelon? Er ist frei. Jawohl, macht sie nieder! Keine Gefangenen. Da ist auch ein Spion! Wir haben Spion. Ich brauch Munition. Uiuiuiui, da kommt schon die nächste Welle angerollt. Beim Platoon-Wegpunkt ist ein Sanderer, falls das schon markiert worden sein sollte. Alles klar. Kriegst du ihn? Oder vermutlich immer noch. Ach du Scheiße, sind das viele! Ja. Oh, wie